Okay. Da können wir nicht reden. Da vorne ist das Büro. Sehe noch etwas. Was ist denn hier los? Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland. Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Oh, schön, ein Fan. Das ist ja nett. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. Interessant. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. Praktische Arbeit ist auslaugend. Ja, das stimmt. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. Müssen wir auch. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Okay, neuer Hinweis. Was denn genau? What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True, true. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Tja. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Okay, können wir tun. Neue Untersuchung. Alles klar. Da lernen wir auch einen neuen Typen kennen. Der abgelegen ist, das ist gut. So, das war gerade das hier, okay. Über die Bluttransfusionsmethode. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Okay. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Harvey Fiddick. Ich glaube, den kennen wir noch nicht. Okay. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Aykroyd's behavior. A man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones and flesh. Okay, was ist das jetzt wieder? Ah, hier sind so viele Leute. Goodbye, Dr. Strickland. Toll, so viele Leute zum Kennenlernen. Tja, muss auch sein. Vor allem bei einer neuen Arbeitsstelle und so.
What can I do for you, Doctor? Haben wir schon miteinander geredet? Da, okay. Dorothy. 2000, okay. Thank you, Nurse Crane. Okay, aber mit dir kann ich das noch nicht tun. Interessant. Ist noch wichtig für später. Ah, du bist fittig. Wer bist du? Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Strickland, okay. Interessant. Ach, mit dem haben wir schon geredet, okay. Ach, das war der wieder. Toll. Goodbye, Dr. Strickland. Der schon wieder. Hat die Stelle gewechselt, okay. You always knew the words to calm the children, Ellen. As for me, what a blundering idiot. Okay. Mit wem redest du? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Dein Arm, okay. Was ist denn hier passiert? Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is, I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Okay. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Ja, später vielleicht. Okay, weshalb die Schuldgefühle wegen ihrer Verletzung, ja, das stimmt. Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. Oh. Okay, und wieso ist das jetzt deine Schuld? You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Okay. Kannst du eine andere Arbeit suchen? Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army, building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. Tja. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Ellen didn't bring them with her that night. Okay. Tja, ist also Familienvater. 800. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Kein Hinweis fehlt noch. Reads me like a book. I never could keep anything from her, Doctor. Wer bist du?
Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here, then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Okay. Erschöpfung. Ah, okay. Schon der zweite mit dem. Okay, aber die wegen Erschöpfung klagen, die Ärzte und Schwester, oder ein Arzt und eine Schwester, die haben das dann nicht. Okay, das ist schon seltsam. Okay. Tut ihre Kehle weh? How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Okay. Wieso kann das schon wieder tun? How painful. So painful. Ach so. I'll let you get some rest then. I'm all right. Na nee, warte, wir sind noch nicht fertig. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. So, Ruhe vorbei. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Schade. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. I'm all right. Don't waste your time with me. Huch. Okay, das ist gruselig. Wer bist du? Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Er muss mal wohl das Ding da brauen. 2000, okay. Hinweis. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Okay. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes. Thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. No, interessant. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Okay. Interessant. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Ah, wirklich? Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son, despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Ach. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. Das ist aber nicht erlaubt. Okay, war das jetzt hier die Frau von Milton oder wie? Oder wer war das jetzt genau? I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Ja, auch nicht hier, jetzt wo ich hier bin. Okay, muss mal schauen, wer war das jetzt? Goodbye, Mrs. Goswick. Okay, wer war das? Wo sind denn hier? Was tut das? Ah, die. Okay, diese zwei. Hinweis gesperrt. Okay. Sind ein paar, es wirkt gegen einen finanziellen Ausgleich, Betten für Patienten.
Okay, die zwei. Die zwei werde ich dran nehmen. Die sind dran. Okay, irgendwo hier war ja mein Büro, oder da hinten ist mein Büro, okay. Jetzt bin ich hier wieder draußen. Toll. So. Deswegen wollte ich nach draußen gehen. Okay, und... Ach, interessant. Okay. Wegen der Grippe nimmt dieses Krankenhaus. Ach so. Ist ja nichts Neues. Tja, wir haben doch noch ein Spiegelbild. Auch wenn wir uns nicht sehen. Interessant. Okay, das heißt... Okay, wir sollten ja wohl auch Spiegel und so verbannen. Sollten wir tun. Damit unsere Tarnung nicht auffällt. Okay, warte mal, Du warst doch Pippa, oder? What can I do for you, Doctor? Warst du das? Ach, du bist Thank du. You, Nurse Crane. Okay, die blutige ist Dorothy, alles klar. You have the right to disapprove of our methods, and you will kindly apologize when you're feeling better. Okay. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Das ist ja toll. Haben wir was Neues zu sagen hier? Irgendwas benötigt? Persönliche Fragen? Okay, nichts Neues mehr. Goodbye, Dr. Strickland. What a blundering idiot. Wo sind die anderen hin? Komm, geh mal aus dem Weg hier. Die laufen rum. Wer bist du nochmal? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Aykroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Aykroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swans' enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Was? Okay, ich glaube, es sagt. If you have a problem with me, Dr. Aykroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Okay. Aren't you too old for such jealousy? It really won't do you any good, you know. Don't be ridiculous, Dr. Reed. A simple glance is enough for me to know you have nothing for me to envy. Okay. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure. But my young colleague obviously disagrees. Beantrachte Ihre Rivalität, Ihr Urteilsvermögen. Okay, was für ein Eingriff. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. Okay, worum geht's jetzt genau? Der eine will irgendeine Bluttransfusionsexperiment an ihm machen oder wie? Und der ist dagegen? Der hier? Oder was ist jetzt gerade los? Vertraue ihrem Urteil. Ja gut. Ist zwar jetzt eher so... Naja, uns... Mag uns halt nicht, aber gut, solange er seine Arbeit gut macht, ist mir egal, was er von uns hält. I really hope you're right about this, Dr. Aykroyd. I'm trusting your judgment on this. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Okay. Na, keine Ahnung.
Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Okay. Na gut, das stimmt schon. Ist halt eine ziemliche Grauzone. Es hilft, um die medizinische Kenntnisse zu erweitern, aber gleichzeitig benutzt man dann die Patienten ja als Experiment. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Aykroyd. Tja. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money? Fame? Or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Aykroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Okay, what? Wissen ist unsere wichtigste Waffe. Tja. Okay. Knowledge has always been and will remain our main weapon. And it has always come at a price. And personal initiative. It is not a question of initiative. It is a question of integrity. These men and women have put their faith in us, Dr. Reed. Okay. Interessant. Tschüss. Thank you for your time. We'll talk later. Na, vielleicht. Okay, sind wir hier bald durch. Wo ist diese Pippa jetzt? Okay. Müssen auch noch nach oben gehen. Okay, vielleicht hier irgendwo. If only there were more of us, with less resignation and more determination. I know I can count on you. I wish I could say the same for the others. You look exhausted. You're pushing yourself too hard. You don't have to bear the burden. It's safer here than anywhere else in the East End. Ja, das stimmt. Okay. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. War hier noch was Neues? Okay. Goodbye, Nurse. Komm. So, dann der andere. Wo bist du hin? Und der Milton ist da hinten, okay. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any... gut, ich glaube, hier haben wir auch nichts mehr. Okay. So viele Hinweise fehlen. Wo bekomme ich das denn? Müssen wir sein Tagebuch klauen oder so? Oder sein Büro durchsuchen? Okay, und du? Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives. Tja. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Okay. Ist aber keine Entschuldigung. Wird immer noch Hinweise. Okay, toll. Aber er ist fast voll. Und ist gesund. Okay. Ist eher mittelprächtig. Okay. Wo ist denn die Pippa, verdammt? Goodbye, Milton. Ach, warte mal. Na gut, wir haben kein Geld mehr gesammelt, stimmt. Ja, die Schopflinte wäre schon wertvoll.
Bist du Pippa? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Doctor. Ah, du bist das. Okay, jetzt gibt's jetzt bist du nicht dran. Haben wir nicht einen Hinweis hier? Hä? Okay, das können wir nicht fragen hier. Goodbye, Nurse Hawkins. Wegen dem Bett und so? Okay, toll. Habe sie umsonst gesucht. Dankeschön, sie werden jetzt gebraucht. Tja. Die werden gebraucht, okay. It's locked. Nein! It's locked. Verdammt! Ich will mal wieder looten. Schon eine halbe Stunde hier. 1000 Gespräche anhören und nichts zum Looten. Ja, das ist echt die Hölle. Oh, was ist da? Okay. Okay, gehen wir mal nach oben. Hoffentlich können wir in unser Büro Sachen basteln. Um hier mal ein bisschen vorwärts zu kommen. It's locked. Warum? Not now. Dr. Swansea, okay, nicht jetzt. Schade. Ist gerade beschäftigt mit irgendwas. Hm. Okay, haben die einen Helikopter? Schade, können nicht aufs Dach. Haben keinen Helikopter. Ist auch zu. Wo ist denn hier unser Büro, verdammt? Oh, wat? Abgenutzte Säge. 65 Schaden, okay. Achso. Das habe ich aber wohl übersehen. Es geht doch noch weiter hier. Ach, bei dem nicht? Oder wie? Bei der Machete geht das nicht, da wird's mich verarschen. Da muss ich ja doch wechseln. 64, 65. 15, 15, 15, 20. Und das ist sogar besser. Eine abgenutzte Säge, ernsthaft. Okay, toll. Ja, dann nehmen wir halt das da. Jetzt sind wir ein richtiger Arzt. Richtiger Chirurg. Oh, was zum Lesen, shit. Nicht gut. Patient Thomas Elwood, männlich Alter 28, behandelt von Dr. Tippetts. Zustand genesend. Datum der Einlieferung 16. September. Ist noch offen. Anmerkungen. Das Gesicht des Patienten ist durch einen Bombentreffer im Krieg stark verbrannt und entstellt. Selbst unter dem Einfluss stärkster Beruhigungsmittel verursachen ihm die Wunden laut eigener Angabe regelmäßig starke Schmerzen. Es sei, als ob die Flammen noch immer unter der Haut brennen, sagt er. Untersuchungen des Narbengewebes geben keinerlei Aufschluss auf Entzündungen, Infektionen oder Schwellungen. Die Narben sind in Ordnung. Könnte es ein Fall fortdauernder Nervenschädigung sein? Der Patient gibt sich unentwegt selbst die Schuld an seiner Entstellung. Leidet er vielleicht am Überlebensschuldsyndrom? Was für ein Ding? Ein Phantomschmerz, der sich als Bestrafung dafür manifestiert, dass er nicht gemeinsam mit seinen Kameraden den Tod gefunden hat. Ich habe jetzt hier einen neuen Hinweis, aha. Okay, so können wir das auch sammeln. Gut zu wissen. Das heißt, wir müssen Büros durchsuchen. Billiger Gin. Schön. So, erfolgreich beklaut. Ist das hier? Tippets, okay. It's locked, all right. Schade. Und das ist unser Büro, schön. It's locked, all right. Och Mann, warum? Wer hat die Schlüssel? This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Ja, das ist gut. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. Mhm. At least I won't be sleeping in a coffin. Ja, fürs Erste. Mal schauen, wie sich das hier noch entwickelt. Wir können vor allem auch für unsere Tarnung. Wäre es eigentlich besser, nicht direkt hier vor Ort Leuten aufzulauern, sondern ja, weiter weg. Okay, Artikel über Ekon. Es ist eine seltene Gelegenheit und beinahe ein Privileg, sich einem Vampir zu nähern. Ihre faszinierenden physischen und psychologischen Merkmale mit wissenschaftlichen und rationalen Augen zu betrachten. Okay, wer labert denn da unten?
Dies sind ein paar der interessantesten Fähigkeiten, die ich persönlich beobachtet habe. Während ich über die letzten 10 Jahre Vampire oder Acorns, wie sie sich selbst nennen, befragt habe. Übernatürliche Geschwindigkeit. Ein Vampir kann sich in jeder Lage wie ein Sterblicher verhalten und bewegen, aber ein geübter Blick erkennt, dass sie besonders scharfsinnig sind und schneller als jeder Sterbliche reagieren können. In einigen seltenen Situationen, Furcht, Überraschung, Fluchtbedürfnis, sah ich, wie ein Vampir sich so schnell bewegte, als würde er einfach verschwinden und woanders wieder auftauchen. Das menschliche Auge kann ihren Bewegungen nicht folgen, wenn sie so schnell sind, doch zaubern sie nicht und lösen sich auch nicht auf. Es ist nur ihre übernatürliche Geschwindigkeit. Für mich ist dies eine katzenartige Eigenschaft. Sie können so schneller und weiter als wir rennen, springen oder ausweichen. Und ausweichen. Ich habe weiterhin bemerkt, dass sie diese Geschwindigkeit erschöpft und dass sie an physikalische Grenzen gebunden sind. Mesmerismus. Okay. Eine der mächtigsten Fähigkeiten der Vampire ist es, Sterbliche dazu zu zwingen, ihnen zu gehorchen. Ich nenne dies Mesmerismus. Es hat aber nichts mit den Fähigkeiten der Sterblichen zu tun, ein Subjekt in einen anderen mentalen Zustand zu versetzen. Ein Vampir kann den Willen eines Sterblichen beliebig beugen und sogar brechen. Ein Vampir, den ich befragte, sagte mir, dass je mehr sich ein Subjekt wäre, desto dauerhafter wäre der Schaden, da ein Vampir wortwörtlich die Psyche eines Opfers zergliedern kann. Derselbe Vampir erklärte mir, es brauche Zeit, diese Fähigkeit zu meistern. Je nach Subjekt könne das Ergebnis außerdem stark variieren. Eine falsche Erinnerung einpflanzen, eine schmerzhafte löschen, die Möglichkeiten seien unbegrenzt und beängstigend. Gespür für Blut. Dies ist wohl die schädlichste aller Eigenschaften, da aus ihr so viele Tragödien für die Vampire und für uns entstanden sind. Vampire gieren nach Blut. Sie müssen sich mit ihrem Willen selbst unterdrücken, um nicht fieberhaft jeden Tropfen Blut nachzujagen, dem sie gewahr werden. Es erhält sie aufrecht. Nur durch Blut können sie ihre übernatürlichen Fähigkeiten voll ausschöpfen. Obwohl er nicht durch Unterernährung oder Durst sterben kann, kann ein ausgehungerter Vampir sehr schwach sein. Dieser Trieb, dieses Verlangen nach Blut erklärt ebenfalls, warum es Vampire derart... Okay, es war Lechts- und Standby-Modus hier. Toll. Wo war ich gerade? Dieser Trieb, dieses Verlangen nach Blut erklärt ebenfalls, warum es Vampire derart in Erregung versetzt. Ein Vampir gestand mir, der Geruch und die Anziehungskraft vom Blut seien so stark, dass es ihn manchmal blind mache. Wenn er sich konzentriert, kann ein Vampir das Blut um sich herum fast sehen, in warmen Körpern, durch Wände hindurch an vermeintlich sauberen Waffen und so weiter. Derselbe Vampir verrät mir, dass er sehe, ob Sterbliche gesundes Blut haben oder krank seien, und dass er in seiner Umgebung in manchen Fällen Krankheiten, infizierte Kleidung und blutige Gegenstände erkennen könne. Sollte dies wahr sein, würde diese Eigenschaft in der Medizin unzählige Anwendungen finden. Es wäre kaum zu glauben. Ja, schön. Glasviole, okay. The flower is dying. It needs water. Oh, braucht Wasser. Wir brauchen Wasser. Wer hat hier Wasser? Wasser, komm. Kann ja nichts holen. Da muss ich gedrückt halten, okay? Das war das Problem damals. Ist mir dann beim Schneiden eingefallen. Das gedrückt halten. Ist wohl öfters hier. Dr. Swansea ist bereit. Nachricht. Verehrter Jonathan, Schwester Dorothy hat auf meine Weisung in ein Büro für Sie im ersten Stock eingerichtet. Bitte entschuldigen Sie die dürftige Ausstattung, doch das Pembroke Hospital ist keineswegs das Ritz. Es tut mir auch leid, dass Sie das Büro alleine suchen müssen. Ich muss noch etwas schlafen, bevor ich weiterarbeite. Ich bin eben nur ein Sterblicher. Ich habe zusätzlich verordnet, man solle Sie etwas ausruhen lassen und niemals ihren Raum betreten. Sie können ohne Störungen tagsüber schlafen und ohne Verdacht zu erwecken, nachts arbeiten. Ich fürchte, hier ist alles etwas unordentlich. Aber wenigstens können Sie hier Ihre Experimente selbstständig durchführen. Ihnen wird das offene Fenster mit dem Geräusch davor auffallen.
Es ermöglicht ihnen jederzeit unbemerkt im Krankenhaus ein- und auszugehen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie fürchterlich neu und verstörend all das für sie sein muss. Glauben Sie mir, ich habe genug über ihre Spezies geforscht, um zu verstehen, was sie nun durchmachen und fühlen müssen. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um sie bei dieser Prüfung zu unterstützen. Seien Sie versichert, dass Sie mit all dem nicht alleine stehen. Ich bin froh, dass Sie in dieser finsteren Zeit getroffen zu haben. Unsere zukünftige Zusammenarbeit wird sicherlich bedeutende Früchte tragen. Wir kommen in Pembroke, geschätzter Kollege, wir sollten uns bald unterhalten. Okay. PS, ich habe Ihnen einige Notizen über meine Entdeckungen über Econ nahe dargelassen. Sie können sie lesen, wenn Sie eine Orientierungshilfe brauchen. Verwenden Sie dieses Wissen aber nicht, um mich zu übervorteilen. Okay. Na, mal schauen, vielleicht doch eines Tages. Falls er doch noch zum Feind wird oder so. The flower is dying. It needs water. Tja, Wasser, verdammt. Wo kriegen wir Wasser her? Ich werde erstmal das da herstellen. Na, können wir immer noch nicht. Chinin. Wo zum Teufel bekommen wir das denn? Ach, so ein Mist. Fehlt uns auch noch was. Na toll. Gewöhnliche Säge, gute Säge, hervorragende Säge. Makellose Säge, ja geil. Okay. Ach, so ein Mist. Chinin. Wenn das nicht wäre, könnten wir zwei herstellen. Wo bekommen wir das denn? Ja, machen wir das mal. Bisschen Fortschritt. Das ausreichend Bestandteil, um eine Behandlung oder ein Serum herzustellen. Okay. Leichtes Regenerationsserum. 300 Leben sofort und anschließend 150 innerhalb von 15 Sekunden. Okay. Also Heilung ist ja toll. Schön. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time. So viel mehr Zeit.